Hallo, meine lieben Kreativen. Ja, ich habe gestern in meiner Bastelgruppe, in meiner WhatsApp-Bastelgruppe, diese ATC gezeigt. Besser gesagt, ohne also ohne Aufleger, nur den Hintergrund. Und da ist sich doch gewünscht worden, dass ich ein Tutorial dazu mache. Und jetzt spielt meine Kleine gerade schön. Wir sind ja nach einer Kuschelstunde, nach unserer morgendlichen Kuschelstunde. Jetzt sind wir gerade aufgestanden, also ich bin nun total wuselig und Spülmaschine läuft schon. Ich möchte aber euch dennoch trotzdem zeigen. Geht eigentlich ganz easy, ganz fix. Ihr nehmt ein Stück Papier, also vorzugsweise Aquarellpapier, aber ich habe jetzt hier Karteikartenpapier genommen. Es funktioniert auch super damit, also das ist auch Karteikartenpapier. Und dann fangen wir an. Ich nehme diese Farben hier, ich hoffe, man kann es sehen. Also Squeezed Lemonade, Peacock Feathers, keine Ahnung, Mermaid Lagoon und Picked Raspberry. Und dann nehme ich meine Fingerschwämmchen, suche die jeweilige Farbe raus und dann geht es auch schon los. Ich verteile jetzt mit meinem Fingerschwämmchen so ja, ein paar Flecken auf meinem Bild, also auf meinem Blatt. Total willkürlich, hat überhaupt. Also, ne, kein Muster, kein richtiges. Das mache ich jetzt mit meinen Farben. Natürlich könnt ihr die Farben nehmen, die ihr wollt. Ich habe mich jetzt halt für die vier entschieden. Dann brauche ich Peacock Feathers. Habe ich das gar nicht? Nö. Ich habe gestern Twisted, also das helle Grün genommen, aber das sieht sich fast so ähnlich aus wie das Gelb, was wir dann gleich benutzen werden. Okay. Ist das nicht eigentlich? Vergiss doch. Das ist doch Peacock. Deswegen will ich das jetzt mit Peacock Featherstock, keine Ahnung, ein bisschen probieren. Ich werde noch ein bisschen rosa reinmachen. Also es ist völlig euch überlassen, wie ihr die Farben da nutzt, verteilt, wie auch immer. Ich bin heute wieder der deutschen Sprache mächtig. Und dann kommt mein Gelb. So, da vielleicht noch ein bisschen. Dann noch. So. Dann bespritze ich das Ganze mit Wasser, also ganz normalem Wasser. Dadurch vermischen sich jetzt die Farben und jetzt habe ich natürlich vor lauter Zeug nicht angesteckt, weil ich schnell das Video machen wollte. Tue ich einmal trocken föhnen. So, einmal trocken geföhnt. Und dann nehme ich mein Schwarz. Und damit mache ich auf jeden Fall den Rand. Dann tue ich jetzt so einfärben. Und dann gehe ich dann noch mal so ein bisschen durch mein komplettes Bild so durch, ohne das Fingerschwämmchen groß einzutauchen. So, dass es eigentlich nur noch ein bisschen dunkel ist. Ziehen wir noch eine Straße hier durch, eine dunkle. So. Das tue ich jetzt auch wieder mit Wasser bespritzen. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Und das Ganze föhne ich wieder trocken.
Das macht ihr dann halt so lang mit euren Farben, die ihr habt. Also ihr könnt jetzt auch da nochmal drüber gehen mit den bunten Farben. Macht es so lang, bis euch das Ganze gefällt. Mir gefällt es aber schon ganz, also es sieht schon gut aus. Und dann, jetzt muss ich erstmal alles in Sicherheit bringen. Weil jetzt gibt es nämlich eine kleine Schweinerei. Verlangt ganz schön viel von mir. Und das am frühen Morgen. es ist ein Spaß. Ne? So als Hinweis. Also es ist nicht ernst gemeint. So. Und dann nämlich weiße Acrylfarbe. Ich habe die hier genommen. Ich weiß gar nicht, ob das richtige Acrylfarbe ist. Ist mir auch egal. Funktioniert auf jeden Fall gut damit. Die schimmert sogar noch so leicht. Also die hat einen leichten Schimmer mit drin. Die habe ich in einen Becher reingemacht, mit ein bisschen Wasser vermengt. Also wirklich nur ein bisschen. Die sind schon sehr, sehr flüssig, die hier. Dann nehme ich eine alte Zahnbürste. Jetzt geht die Schweinerei los. Jetzt nehme ich jetzt mache ich meine Tupfen drauf. Im Endeffekt meine Sterne. Ob ich das wieder so hinkriege wie gestern, das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Da macht er dann auch so viel drauf, wie ihr lustig seid. Das vom ersten Kavi. So, mir reicht das tatsächlich schon. Und dann schaut das Ganze so aus. Jetzt muss es halt nur noch trocknen. Aber ich finde es mega genial. Also es ist richtig, richtig toll, richtig toller Hintergrund. Und dadurch, dass die Acrylfarbe eben so einen Schimmer hat, man sieht es hier, kommt es. Ja, man sieht es ganz leicht. Also die hat mega, mega Schimmer. Finde ich total klasse. Finde ich das sehr, sehr cool. Und ja. Ich finde die süß. Ich finde die toll geworden. Wie gesagt. Es wird jeder Hintergrund verschieden. Ne, wenn ich jetzt die beiden vergleiche, die ähneln sich schon ein bisschen, aber da ist mehr Pink drin. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Aber ich finde es total klasse. Ich gehe mich jetzt mal sauber machen. Meinen Tisch auch wieder ein bisschen sauber machen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Liebe Ramona, liebe Michaela. Und ja, ich sage dann bis denne. Und ja, tschüss.